Meine Damen und Herren, ich bin Mittelständler wie Sie und ich weiß, was es heißt, in einer Zeit der Corona-Krise ein Unternehmen zu leiten. Das heißt, darauf zu reagieren, dass Projekte wegfallen, dass Zahlungen wegfallen und dass man darauf seine Kostenstruktur anpassen muss mit allen Möglichkeiten, die sich dazu bieten. Es war gut, dass die Bundesregierung rasch das Kurzarbeitergeld bereitstellte. Es war auch gut, dass es ein Unterstützungsprogramm für Kleinstunternehmen gibt. Aber es war auch überfällig, dass Sachsen nun ein Programm für Unternehmen über 10 Mitarbeiter bereitgestellt hat. Wir erwarten, dass dieses Programm jetzt rasch auch entsprechend umgesetzt wird. Und wir erwarten auch, dass alle Entscheidungsträger in den nächsten Tagen einen zwar besonnenen, aber doch klaren Plan zum Exit aus dem momentanen fast vollständigen Stillstand des öffentlichen und des wirtschaftlichen Lebens herausfinden. Wir als Mittelständler in der Union sind dafür bereit, solche Sachen zu diskutieren. Wir laden auch Sie ein, mit uns darüber zu diskutieren. In diesem Sinne, Glück auf und viel Erfolg in den nächsten Tagen. Es gilt darum, unsere Unternehmen, unsere Wirtschaft zu retten, denn es darf nicht sein, dass am Ende der gesamten Vorgehensweise letzten Endes heißt, Operation gelungen, aber Patient tot. Vielen Dank.